Guten Morgen. Ich kann es nicht lassen, deswegen dieser 123. Nachtrag und meine Eigenwerbung, damit YouTube bei mir nicht wirbt. Machen die eiskalt, ne? Wer sich wundert, Boris Reitschuster bekommt Werbung auf dem Kanal aufgespielt und hat selber keinen müden Pfennig davon. Genauso geht es mir und das will ich dadurch verhindern. Gut, also es geht nochmals um den Klimawandel durch den Menschen. Ich halte es für Quatsch, aber viele andere auch, werden wir hier gleich sehen. Warum mache ich das nochmal? Eigentlich ist ja alles gesagt, ne? Ganz einfach, damit wir noch sicherer werden. Denn ich habe das aus der Quelle Uncut News von mir sehr verehrt, sehr guter Sender, Uncut News Schweiz. Ich werde es unten verlinken in der Videobeschreibung. Lohnt sich. Und die hatten, das ist aber nicht die Aussage von Uncut News selber, sondern von Ivor Cummings. Und der sagt, das ist wohl der wichtigste Film über den Klimawandel, den Sie je sehen werden. Und der dauert nur 4 Minuten. Und damit jetzt keiner über Twitter hier reingucken muss, habe ich die ganze Sache stark zusammengefasst. Also hier wird der Link unten in der Videobeschreibung erscheinen. Im Video wird kurz gezeigt, wie solche Bohrkerne aussehen, wie die gezogen werden. Hier, so sehen sie dann aus. Und dieser Glaziologe, und zwar, der heißt Jürgen Peter Stevenson, der hat so einen Eiskern aus der Wikingerzeit gezogen. Und die können mittlerweile auf tausendstel Grad genau auswerten, solche Temperaturen und ähnlichen Daten, so dass man sagt, es lohnt sich, da mal reinzugucken. Und dieser Mann, der sagt dann was. Also er sagt zum Beispiel, vor 4000 Jahren war es im Durchschnitt 2,5 Grad wärmer als heute. Oder die gleichen Beobachtungen haben sie auch an anderen Orten der nördlichen Hemisphäre gemacht. Ist also keine Ausnahme. Und jetzt sagt dieser Stevenson, es wird sehr schwierig sein zu beweisen, dass der Temperaturanstieg im 20. Jahrhundert vom Menschen verursacht wurde oder das Ergebnis einer natürlichen Schwankung ist, betonte Stevenson. Schließlich haben wir mit den Messungen am kältesten Punkt der letzten 10.000 Jahre begonnen. Und das gucken wir uns mal kurz an. Ich habe also von dem Bildschirm da das Ganze mal extrahiert. Hier unten ist die Zeitskala, minus 8, minus 6, minus 4.000 Jahre und so weiter und so fort. Und hier war es tatsächlich 2,5 Grad wärmer auf Greenland, Grünland, ne? Grönland, ja klar. 2,5 Grad wärmer im Durchschnitt. Das bedeutet aber da schon viel für Eis oder nicht Eis oder grün oder nicht grün und so weiter. Dann sank die Temperatur vor ungefähr 4000 Jahren drastisch ab. Drastisch vergleichsweise. Ne? Und um dann vor 2000 Jahren wieder anzusteigen und bei 1000 Jahren ungefähr, vor 1000 Jahren ungefähr, sank sie wieder ab. Und dann kommen wir, wenn wir hier uns die Zeitskala angucken, rund 500 Jahre vor uns, das war da ungefähr das Mittelalter, deswegen sagt man hierzu mittelalterliche Warmzeit. Also ein Stückchen wärmer gewesen. Und dann sank sie nach dem Mittelalter wieder ab und um jetzt wieder anzusteigen. Und das bisschen Gepiepsel, obwohl es schon viel wärmer war, das wollen die uns jetzt als dramatisch und so weiter verkaufen. Na, ich, Leute, ich bitte euch. Wie gesagt, Erwerbswissen kann man nur sagen, weil das macht uns auch in der ganzen Argumentation und so weiter sicher, auch wenn wir unseren Kindern das zeigen. Und ich glaube, jedes Argument ist es wert, beachtet zu werden. Und wenn es dann wirklich so leicht wieder darzustellen ist, dass es alles Blödsinn ist, dieser ganze Klimawandelkram, vor allem menschengemacht, dann lohnt sich's schon, dieses Wissen noch zusätzlich schnell in sich aufzunehmen. Jetzt sind wir bei 3,5 Minuten. Ich glaube, das war es wert. Und es ist es wert, dass wir auch wirklich an alle dieses Wissen weitergeben. Ich meine jetzt nicht die Klidioten, die sind verdorben, da kann man nicht viel machen. Die wissen ja gar nicht, was solche Kurven sind. Da hat es keinen Zweck. Aber es gibt noch genug Schwankende. Und diese Schwankenden, die kann man durchaus mit solchen wissenschaftlichen Daten, wirklich wissenschaftlichen Daten, überzeugen. In dem Sinne sage ich schon mal schönes Wochenende, bis zum nächsten Video. Und ja. Machen Sie was, aber machen Sie es gut. Also, bis dann. Tschüss, tschüss.